Zeit ist sozusagen der Kern unserer Ausstellung hier und es geht auf diese Arbeit zurück. Sie haben gerade schon draußen runtergezeigt und gezeigt, wo das Bohlefeld hier gelegen hat oder letztlich auch immer noch liegt, nur eben nicht mehr sichtbar, weil überwuchert vom Gras oder überwachsen vom Gras. Und auf der linken Seite sieht man das Bett, die kleine Kohlehalde, die dort angelegt ist. Aber das Ganze geht ja noch tiefer zurück. Sie sind hier hergekommen und haben auch mitgeholfen, oder waren zumindest dabei, als es abgebaut worden ist, unter Tage. Ja, das war eine sehr für mich spannende Zeit, weil wir damals mit dem alten Museumsdirektor berührt. Das ist dort dokumentiert auf den Fotos, dass man also auch einen Bezug hat zur Kohle. Dass man jetzt nicht weiß, man kommt auf ein Ruhrgebiet und hat irgendwas mit Kohle zu tun, sondern dass man ursprünglich auch mal weiß, wie wird das gemacht. Und auch als wir die Bilder hierher gebracht haben, habe ich zwei nette Fahrer gehabt und meine Eltern, ich weiß nicht, woher ich. Ach, da ist er. Ja, die auch 32 Jahre unten waren und mit denen habe ich mich also dann ein paar Viertelstunden nochmal intensiv unterhalten können, was denn Kohle heißt oder mein Eindruck, ich war 3 Stunden da unten, der hat mich aber bis heute noch beeindruckt, ja, weil das also eine Atmosphäre ist, die Stimmung, die Farben da unten, das ist alles grau und es ist warm, also überall weht ein Wind. Und der Mann, der uns da jetzt begleitet hat, oder der Führer, ist da am Schadenturm, hat Schluckverwack genommen. Ja, das sind so am Rande so kleine Dinge. Das ist nur einmal passiert, aber auch jetzt nach 33 Jahren ist mir das lebhaft noch in Erinnerung. Und das war dann der Einstieg, nachdem ich also dann dort unten war, unter Tage, 800 Meter tief, hat dann die Auguste Victoria dann diese Tonnen Material an den Straßenrand gebracht und ich habe die dann praktisch mit der Schubkarre, das sieht man auf diesen Fotodokumentationen auch ganz gut, dann aufgeschichtet. Am Anfang waren das, die Zeiten waren 1981, ja, gab das ein bisschen als Spinnerei, aber so nach ein, zwei Tagen haben die Maler eifrig mitgemacht. Ja. Und ich habe den Versuch dann zu erklären, was ich vorhabe. Und es ist ja auch so, ich weiß ja jetzt auch, dass nächstes Jahr die Auguste Victoria geschlossen wird. Das ist also auch eine historische Geschichte. Und ich glaube, in 3 Jahren sogar die Prosperania. Dann haben wir im Ruhrgebiet überhaupt keine Zechen mehr. Ja. Das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte, die dazu erwähnt werden kann. Es ist sozusagen wie ein